BWR1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt, herzlich willkommen. In der grün-schwarzen Regierungskoalition in Stuttgart verschärft sich der Streit um Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan. Während Innenminister Thomas Strobel und Ministerpräsident Winfried Kretschmann einen Abschiebestopp mit Verweis auf die Zuständigkeiten des Bundes bisher ablehnen, mehren sich die Stimmen aus den Reihen der Grünen, die einen ebensolchen Abschiebestopp fordern, weil Afghanistan kein sicheres Land sei. Bilder kriegerischer Taliban in Afghanistan. Trotz der Einsätze der Bundeswehr gibt es dort beinahe täglich neue Anschläge mit Toten und Verletzten. 4 Afghanen wurden erst kürzlich durch das Land dorthin abgeschoben. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hält die Lage in Teilgebieten des Landes trotz der Ereignisse für abschiebefähig und sicher. Dieser Einschätzung des dafür zuständigen Bundesaußenministeriums schließen sich bisher auch der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel, CDU, und Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Grüne, an. Das geltende Recht wird konsequent vollzogen. Und wir haben auch uns klar darüber verständigt, was etwa die Situation in bestimmten Ländern angeht, wer dafür zuständig ist und wer dafür nicht zuständig ist. Entscheiden tut das der Bund. Er hat dazu die Instrumente. Ja, er hat dort einen Botschafter, er verhandelt mit Regierungen, er kann den UNHCR hören, muss das auch in die Nichtregierungsorganisation und so weiter. Die Landesregierung geht davon aus, dass das der Bund seriös und aktuell macht. Kretschmann lehnt deshalb bisher das Vorgehen rot-grün regierter Länder ab, die Abschiebungen aussetzen. Das Land hat ermessen Spielräume, die in der Person liegen und nicht im Zielland. Und diese Ermessensspielräume bewertet der Innenminister und wendet sie an. Aus der grünen Landtagsfraktion und im Landesvorstand gibt es dagegen jetzt aber immer mehr Gegenwind. Der zweite Drohzeitfreitag, sich für einen Abschiebestopp öffentlich einzusetzen, sollte die Bundesregierung die Sicherheitslage nicht neu bewerten. Strobel solle zudem jeden Einzelfall prüfen. Strobel hatte das bereits vorher zugesagt. Es wird in jedem Fall, im Übrigen beispielsweise auch bei denen, die aus sicheren Herkunftsländern kommen, immer ein individuelles Verfahren durchgeführt. Im Übrigen mit der Möglichkeit des individuellen Rechtsschutzes. Dessen ungeachtet hatte Kretschmann bereits am 17. Februar den neuen Bundesinnenminister Sigmar Gabriel per Brief im Namen von Grünen aus 10 der 11 Bundesländer um eine Neubewertung der afghanischen Sicherheitslage gebeten. Die Antwort darauf stehe seither aber aus. Nachdem ein 35-jähriger Mann am Samstagnachmittag in Heidelberg in eine Menschengruppe gerast ist, sucht die Polizei weiter nach dem Motiv. Dabei erlag ein 73-Jähriger in der Folge seinen Verletzungen. 2 weitere Menschen wurden verletzt. Der Mann war in der Folge mit einem Brotmesser bewaffnet zu Fuß geflüchtet und von der Polizei gestellt und niedergeschossen worden. Bei einer ersten Vernehmung hatte er geschwiegen. Einen terroristischen Hintergrund hatte die Polizei ausgeschlossen. Bei dem 35-Jährigen handelt es sich um einen in Heidelberg eingeschriebenen Studenten. Das Auto sei vor 2 Wochen angemietet worden. Der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Stefan Mappus, CDU, hier Archivbilder, übernimmt die angeblich mehrere hunderttausend Euro hohen Kosten für seine anwaltliche Vertretung im Zuge der NBW-Affäre. Damals hatte Mappus in einer Nacht- und Nebelaktion am Landtag vorbei Aktien des Energieversorgers NBW kaufen lassen. Der baden-württembergische Staatsgerichtshof hatte dies als verfassungswidrig bezeichnet. Zuvor hatte das baden-württembergische Finanzministerium einen Antrag von Mappus auf Kostenerstattung abgelehnt. Dort war darauf verwiesen worden, dass laut Staatsanwaltschaft Mappus ein vorsätzlicher und schuldhafter Verstoß gegen die haushaltsrechtlichen Vorschriften habe nachgewiesen werden können. Allerdings waren diese Ermittlungen eingestellt worden, weil sich der Verdacht auf eine Straftat nicht bestätigt habe. Die Polizei sucht nach einem 15-jährigen Mädchen aus Bad Säckingen im Landkreis Waldshut. Der Teenager verschwand in der Nacht zum Sonntag. Nach einer Fastnachtsveranstaltung hatte das Mädchen, laut Polizei, zusammen mit ihrer Mutter und deren Lebensgefährten eine Gaststätte in Laufenburg besucht. Dort sei sie auf die Toilette gegangen und nicht zurückgekehrt. Bislang gäbe es keine Hinweise auf eine Straftat. Die 15-Jährige ist 1,63 groß, schlank, hat blonde lange Haare, grüne Augen. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug sie ein Katzenkostüm in den Farben Orange, Schwarz und Weiß. Wer hat das Mädchen nach 0:30 Uhr in der Nacht auf Sonntag in Laufenburg gesehen
oder kann Hinweise über ihren Verbleib geben. Zuständig die Polizei in Bad Säckingen. Soweit die BW1-Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Webseite unter www.bw1.de. Auf Wiedersehen. Der Dienstag ist im ganzen Land regnerisch. Im Schwarzwald und auf der Alp kann auch Schneeregen fallen. Am mildesten wird's in Heilbronn. Dort werden es 10 Grad. Im Schwarzwald und auf der Alp liegen die Höchstwerte bei 5 Grad. Auch am Mittwoch ist es trübe und regnerisch. In höheren Lagen schneit es. Die Sonne kommt vor allem in der Landeshauptstadt heraus. Am mildesten ist es am Oberrhein und in Heilbronn mit 9 Grad. Im Schwarzwald und auf der Alp werden es nur 4 Grad.